Ja, die Rechnung für das Handy. Mann, die habe ich überall gesucht. Also es ist wirklich dein Handy, ja? Ja, genau. Mann, Andi, wir haben Schulden bis zum Hals. Ich überleg mir sogar bei jedem Kaffee, den ich kaufe, ob ich ihn jetzt wirklich brauche. Und du gibst einfach Geld für ein neues Handy aus? Warum? Na, was denkst du denn? Für die Arbeit natürlich. Die Kosten kann ich komplett beim Finanzamt absetzen, weil ich damit keine Privatgespräche führe. Also ein Diensthandy? Ja. Okay. Das war total überfällig und ein Schnäppchen war es auch. Gab's schon Anrufe? Was? Ja, zeig mal her, ob schon Anrufe gekommen sind. Tja, wo habe ich es nur? Hast du wohl zu Hause vergessen. Na super, Andi. Also, du kaufst ein Diensthandy und nimmst es nicht mit zur Arbeit? Also, das macht wirklich keinen Sinn. Na komm, jetzt lass uns doch nicht mehr über dieses blöde Handy reden. So wie du mich ansiehst, könnte ich glatt denken, du bist eifersüchtig. Hm? Warum soll ich eifersüchtig sein? Ja, weil... Das kennt man doch. Ein Mann holt sich ein Zweithandy, alles klar, er hat eine Affäre. Aber bei mir ist das nicht so, weil erstens habe ich da A, keine Lust zu und zweitens gar keine Zeit. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber weißt du jetzt, wo du es sagst? Ach komm, jetzt hör aber auf. Ich bin total gerne mit dir zusammen, das weißt du auch. Und jetzt ran an die Arbeit. Nein, Alejandro, ich habe keine Ahnung, wie ich an das Geld kommen soll. Und ich bin total blank. Aber wenn ich das Ticket habe, dann musst du mich bei dir aufnehmen, ja? Was gibt's denn da zu überlegen? Mann, mein Vater hat dich so auf den Arsch gerettet. Gott, ich dachte schon, der Bulle wäre wieder auf Rattenfang. Du musst jetzt gehen, sofort. Was? Nein, du hast gesagt, ich habe Zeit, bis heute Abend das Geld zu besorgen. Vergiss es. Ich stehe das einfach nicht mehr durch mit dieser ganzen Lügerei. Bella denkt schon, dass ich die betrüge. Verlier jetzt bloß nicht die Nerven. Hast du die 3000? Er hat mir Ricardo gegeben. Okay, gut. Was ist mit meinem Geld? Ich hab's dir doch schon gesagt. Sobald ich in Brasilien bin und an den Safe meines Vaters komme, schicke ich dir die 200.000. Euro. Natürlich Euro. Was mache ich hier eigentlich? Du musst mir vertrauen. Hey, Schufti. Hat Andi dich mal wieder im Stich gelassen, so dass du jetzt die Arbeit ganz alleine machen musst? Ja, und diesmal darf ich ihm sogar noch seine Jacke hinterher tragen. Und du? Räumst du deinen Schreibtisch auf? Ja. Das ist irre, was da alles wieder auftaucht. Ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass ihr morgen schon an die Nordsee zieht. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich werde dich vermissen. Ich werde euch auch vermissen. Ach, ich bin so froh, dass ich wenigstens Olli heute noch sehe. Der kommt doch zur Party, oder? Ja, ich hole ihn gleich noch vom Flughafen ab. Sind das alles Models? Hm. Meine ehemaligen Kolleginnen. Warte, da ist auch einer, mit der hat Olli mal was. Ich sag dir, der Typ war eigentlich früher ganz schön krass drauf. Der hat jeden Abend irgendeine andere Schnalle abgeschleppt. Insgesamt waren es bestimmt so 2 bis 3 Linienbusse voll. Jetzt hat er ja die richtige gefunden. Ehrlich gesagt finde ich das ganz gut, wenn sich der Typ vorher so ein bisschen die Hörner abstoßt. Dann weiß er wenigstens, wo er bei dir die richtigen Knöpfchen drücken muss. Ja, wenn man es so sieht. So, ich muss da mal. Manuel, Pass ist fertig. In einer Stunde treffen wir uns mit dem Passfälscher. Okay, dann ist der Albtraum endlich vorbei. Warte mal, wir? Warum denn wir? Sag mal, kennst du die Nummer? Ach, super, ich hab sie weggedrückt. Meine eigene Freundin. Ach, was soll's? Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich helfe dir gar nicht mehr. Nachher wandere ich noch in den Bau wegen Fluchthilfe. Die sucht dann
einer flüchtigen Frau, nicht nach einem Pärchen. Wir sind kein Pärchen. Sag mal, schnallst du es nicht? Mit dir als Begleitung falle ich doch viel weniger auf. Hast du mir nicht zugehört? Die Antwort bleibt nein. Tja, so ein Pech auch. Wenn die mich erwischen, sind die 3.000 Euro weg. Und die 200.000 kannst du auch vergessen. Und dein Leben ohne Schulden. Stattdessen fragst du dich dann die nächsten 40 Jahre, was für ein dämlicher Idiot du warst, die Chance deines Lebens zu vermasseln. Ach, was ich damals getragen habe. Also, die 80er waren schon eine wilde Zeit. Sag mal, Bella, was ist eigentlich los mit dir? Du warst doch die ganze Zeit so gut gelaunt. Was soll denn los sein? Na ja, komm, du hast noch nicht mal gelacht, als ich dir erzählt habe, dass Elisabeth Ansgar nackt vom Hof gejagt hat. Ich hab Andi auf die Handyrechnung angesprochen. Und was soll ich sagen? Er hat sich kein neues Handy gekauft, sondern ein Zweithandy, von dem er mir offenbar nichts erzählen wollte. Ja, und? Was soll das mit dieser Handygeschichte? Glaubst du, er hat eine andere? Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir so einiges vorstellen. Aber was hat denn Andi gesagt, als du ihn darauf angesprochen hast? Tja, es soll wohl ein Diensthandy sein. Ja, das klingt doch plausibel. Ja, aber warum erzählt er es mir denn nicht? Ich meine, wir haben eine Firma gemeinsam. Ich sollte die Erste sein, die von einem Diensthandy erfährt. Ach, sei doch nicht so misstrauisch. Hm? Ich durchsuche sogar schon seine Hosentaschen. Bella, sowas macht man nicht. Und? Ja, nichts. Und trotzdem, er verhält sich ganz merkwürdig. Er ist irgendwie nervös und man könnte fast meinen, er hat eine Affäre. Bella, Andi liebt dich. Außerdem weiß er, dass ich ihm höchstpersönlich den Hals umdrehen würde, wenn er dich betrügt. Glaubst du, das wird er riskieren? Komm, jetzt mach dir keine Gedanken mehr. Hm? Ich muss los, ich bin mit Elisabeth zum Essen verabredet. Bis später. Ja. So, hier ist alles drin, was du brauchst. Es sind auch ein paar Hosen aus der WG drin. Ach, nur nichts von Bella. Übrigens, du musst mir ihr T-Shirt wiedergeben. Sie sucht überall danach. Ja. Tut mir leid, dass du meinetwegen so viel Stress mit ihr hast. Mir geht's nur darum, dass Bella und ich bald schuldenfrei sind und wieder mehr Zeit miteinander verbringen können. Schon klar. Sind denn die 200.000 in einer Woche da? Ja, das ist mein Wort. Nur, falls sie uns erwischen, dann hängen wir noch tiefer in der Scheiße, schon klar. Es wird schon schief gehen. Nur keine Panik. Du solltest dir übrigens auch was anderes anziehen. Hier, zumindest das Cappy. Andreas? Andi, echt nur Andi. Welche gefällt dir besser? Rechts oder links? Links. Also ich meine rechts. Von dir aus gesehen links. Soll ich mir auch ein anderes Oberteil anziehen? Ach, übrigens, ich habe die Anrufliste schon gelöscht. Na, was willst du? Malaga Sauerkirsch oder Vanillepistazie? Du denkst jetzt an Eis? Na, du hast ja vielleicht Nerven. Das Zauberwort heißt unverdächtig. Wir sind ein nettes, eisschleckendes Pärchen. Vorsicht. Ein nettes, eisschleckendes Pärchen? Ja, ein verliebtes Pärchen. Jetzt guck nicht so verkrampft. Denk daran, Andreas. Du bist unsterblich in mich verliebt. Das war schon ganz gut fürs erste Mal. Lass uns endlich deinen falschen Pass holen. Mela Krämer, geboren am 11. August in Essen-Kettwig. Naja, schillernd klingt anders. Das war's dann wohl mit der internationalen Karriere. Du musst dir die Daten gut merken. Wenn du sie nicht in deinem Kopf hast, ich will nicht, dass sie dich jetzt noch erwischen. Ihr kriegt sie schon noch. Die kann sich ja nicht ewig verstecken. So wie die Ratten auf dem Dachboden, hm? Hey, du bist schon da. Das trifft sich ja gut. Da muss nämlich noch so ein oller Koffer in den Speicher.
Boah, das ist nicht Zeit bis morgen. Gib mir 10 Minuten. Danke doch mal, dass du mich vorhin so mit Andi runtergekocht hast. Ich habe komplett übertrieben. Ist was? Mir geht's nur um unseren Deal. Nur deshalb habe ich dir geholfen. Ich weiß. Morgen Nachmittag geht dein Flieger nach Brasilien. Wirst du mich denn ein kleines bisschen vermissen? Ist was passiert? Jetzt sag schon. Hat es was mit Andi zu tun? Du weißt doch irgendwas. Bella, ich habe vorhin auf der Straße nur Andi gesehen mit einer blonden Frau. Es gibt nur eine Frau in meinem Leben, deswegen vergiss es. Ich werde dich alles andere als vermissen. Aber ein Abenteuer war es schon für dich, oder? Ich will, dass wieder alles normal ist. Nur Bella und ich, das zählt. Ah, hey. Hey. Leerer Kühlschrank, ade. Mhm. Du warst also die ganze Zeit nur einkaufen, ja? Ja. Und ich habe mir kein Dritthandy besorgt, falls du das annimmst. Was ist? Charlie glaubt, dass sie dich mit einer anderen Frau gesehen hat. Charlie glaubt das, ja? Hey, das tut mir echt leid, weil damit steht ja wohl eindeutig fest, sie braucht eine Brille. Weil ich war das garantiert nicht. Andi, sag mir doch einfach die Wahrheit. Warst du die ganze Zeit einkaufen oder nicht? Siehst du das hier? Das ist ein Allerweltsgesicht, okay? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber so wie dein Freund laufen Hunderte in ganz Düsseldorf rum. Ja, okay. Und fang jetzt nicht wieder mit dem zweiten Handy an. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut, dass du es erwähnst. Weißt du, ich finde das merkwürdig. Keiner unserer Kunden hat diese neue Nummer, die Webseite ist nicht aktualisiert. Wozu brauchen wir dann ein Diensthandy? Ich hab nichts mit einer anderen. Wie oft noch? Ja gut, dann nimm du doch das zweite Handy. Und wenn die andere Frau anruft, dann geh ruhig ran und bestell ihr liebe Grüße von mir. Ich kümmere mich derweil um unsere Website. Hm? Armer Andreas, es wird nicht leicht für dich. Hallo? Ist da jemand? Bella, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Ich war vielleicht einfach wütend. Tür zu, schnell. Alexa, bist du wahnsinnig? Der Bruder schnüffelt da oben rum. Hat er dich gesehen? Nein, wäre ich sonst hier? Du musst mich verstecken, bitte. Du bist wirklich wahnsinnig. Meine Freundin kommt gleich zurück. Beruhig dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Du hast leicht reden. Ihre Mutter hat uns zusammen auf der Straße gesehen. Mann, ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Scheiße. Los, schnell. Hey. Alles klar? Ja, was soll ich klar sein? Zum Beispiel, dass du da meine Sojamilch trinkst, die du sonst so ungenießbar findest? Manchmal ist mir einfach danach.
Musst du nicht umziehen? Ich meine, wie läuft die Party? Die Vorbereitung für deine Party? Ganz gut, danke. Weil ich sagte, es ist ein Stress. Ich bin auch nur hier, weil ich Maxis Kuscheldecke vergessen habe. Danke. Wir sehen uns später dann, oder? Ja, bis später. Gut. Hier schnell verschwinden. Was? Wenn Bella kommt, dann erzähle ich ihr alles. Nein, so kurz vor dem Ziel willst du aufgeben? Vielleicht hält sie ja dich und hilft dir sogar. Ach Quatsch, deine Freundin hasst mich. Der rennt doch sofort zu den Bullen, wenn sie mich sieht. Versuchen können wir es doch. Vor allem wird sie dir nie verzeihen, weil du so viel für mich getan hast. Oh. Endlich zu Hause. Ich hab so viel erlebt in Afrika. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr wir dich alle vermisst haben. Oh, warum war es so schlimm in No-Limits? Ach. Jetzt mal im Ernst, ich habe dich auch vermisst. Aber jetzt erzählst du mir erstmal, was mit dir los ist. Was soll mit mir los sein? Bella. Olli? Du hast so viel für mich riskiert. So wie du hat sich noch kein Mann für mich eingesetzt. Dafür würde ich mich gern bedanken. Was tust du doch schon? Ich krieg Geld von dir. Sprich nicht von Geld. Ich schau mal eben gerade, ob die Luft rein ist. Bleib hier. Andreas. Andi. Ich habe ihn gleich drauf angesprochen und er hat's geleugnet. Aber ich weiß einfach, wie es aussieht, wenn er lügt. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich betrügt. Das wollte ich schon lange tun. Gehört? Ja, was war das?